Hallo Röhm, meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einem neuen Part von Let's Play. Edna bricht aus. Bewertet die Folge und viel Spaß. Doch, ich glaube schon. Wir haben ja sonst nichts. Wir haben ja noch den Motorschaden und das mit dem Tor, das können wir ja, das müssen wir beide, was? Ja, doch, Harvey und Edna müssen es ja machen, so, ne? Nanu? Ist der Alomar noch nicht eingetroffen? Er war kurz hier. Er hat auch schon einen Blick unter die Motorhaube geworfen. Dann hat er kurz geweint und ist wieder gegangen. Ich glaube, jetzt sitzt er auf der Veranda und meditiert. Okay. Dann kommt jetzt der Zen-Garten wahrscheinlich ins Spiel. Kann ich? Danke. Oder? Hey, Alu. Ah, Edna. Wie schön, dich zu sehen. Was ist? Warum bist du nicht beim Auto? Ich war kurz da und hab mir die Sache angesehen. Die Batterie ist hinüber. Und du kannst gar nichts machen? Das habe ich nicht gesagt. Ich glaube, ich bin in der Lage, die Batterie wieder aufzuladen. Super! Was genau hast du vor? Ich werde sie mit positiver Energie auftanken. Ach so. Positive Energie also. Ah ja. Du musst Zuversicht haben, Edna. Wie soll ich ohne Zuversicht die nötige positive Energie ansammeln? Gibt es denn keinen anderen Weg? Positive Energie oder hierbleiben. Okay. Ich habe gehört, in der Garage gibt es Gratis-Quiche. Netter Versuch. Aber ich ernähre mich ausschließlich von kosmischer Energie. Und um den Motor wieder zum Laufen zu bringen, brauche ich deine ganze Kelle von... Ich habe eine Vision. Ich sehe dich und mich zum Auto gehen. Es ist die Zukunft, die du siehst. Schönes Plätzchen hast du dir da ausgesucht. Ja. Es gibt keinen besseren Ort, um zu meditieren. Warum nicht? Der Zen-Garten versorgt mich mit kosmischer Energie. Aber heute klappt es nicht so gut. Die Steine schwingen nicht mein Klang mit mir. Kann ich irgendwie helfen? Wenn du es schaffst, dass die Steine mit mir im Einklang schwingen, dann kann ich mich auf jeden Fall schneller mit positivem Qi aufladen. Was auch immer das heißt. Okay. Worauf warten wir noch gleich? Um den Motor zum Laufen zu bringen, muss ich Zen sein. Leider schwingen die Steine nicht im Einklang mit meinen Chakren. Chakre bleu? Können wir den Prozess nicht irgendwie beschleunigen? Bring die Steine in die richtige Ordnung. Sie müssen in Phase mit meiner Aura schwingen. Na, jetzt weiß ich natürlich sofort, was ich machen muss. Nicht! Ich gehe... Bis... Okay. Das scheint mir noch... Muss ich da draus vielleicht ein A machen oder so? Keine Ahnung, wegen Aluman. Boah, Aluman, hilf mir doch, gib mir doch einen Tipp oder so. Wir wollen immer mit der Ruhe, Kind. Ich gehe dann. Vielleicht muss es ja aus seiner Sicht irgendwas ergeben. Wenn wir das jetzt mal aus seiner Sicht betrachten, dann guckt er auf zwei Kreise, zwei Kreuze. Vielleicht muss er einfach gewinnen. Kann ja sein, dass er beim Tic-Tac-Toe einfach gewinnen muss. Das ist ja möglich. Hey, Alu. Ah.
Schöne. Ja. Warum nicht? Der Senka. Aber heute. Die Steine. Kann die Steine schwingen nicht im Einklang mit ihm. Ja, alles klar. Ich muss die Steine irgendwie hin. Stellen hin, was auch immer. Aber wie? Wie? Betrachten wir das mal aus seiner Sicht, dann haben wir da auch irgendwie nichts. Sieht das für ihn jetzt vielleicht fröhlich aus? Ich schätze nicht, ne? Ich will hier raus, ist noch nicht. Ja, das hier könnte ich mir noch vorstellen, aber... vielleicht einfach in die Ecken. Dann in die Mitte. Warte mal. Boah, gib mir doch einen Tipp. Irgendwas. Also, ich meine, hä? Da bin ich wieder. Was unter... Ich fürchte, er ist jetzt auf der... Frag ihn ab. Ja. Ich mach... Das wollte... Seid ihr bei... Unser Job. Wir warten jetzt nur noch auf dich. Okay. Ha. Kann ich dem Alumann vielleicht nochmal irgendwas geben oder so? Wenn ich dem Alumann jetzt hier... Stark Damit könntest du doch sicher den Motor anlassen, oder? Darf ich mal sehen? Ja, das wäre ideal. Wenn ich mit positiver Energie aufgeladen wäre. Leider habe ich keinen Saft mehr auf den Chakren. Pfui. Okay, vielleicht hiermit. Hilft es, wenn ich ein anderes Muster in den Zen-Garten harke? Etwas, das dich positiver stimmt. Die Idee ist sensationell gut, Edna. Oh. Pfui, danke. Jetzt musst du nur noch ein Muster finden, das mit mir in Einklang schwingt. Wo finde ich denn so ein Muster? Überall, wo mein Chi-Fluss Spuren hinterlassen hat. Damit meine ich nicht die Toilette. Puh, ich dachte schon. Okay, was denn dann? Vielleicht... Oh je, ja... Erstmal den Typen wieder weglocken. Und dann rein. Wo war der Alumann denn überall? Er war... in der Dings. Beim elektrischen Stuhl. Da gehen wir dann jetzt mal als erstes hin. Mal sehen, ob er da ja irgendwas hat. Irgendwas. Irgendwas als Zeichen oder so. Gelassen hat. Schaut mir eigentlich nicht so danach aus. Ach, das kann ich mir gar nicht ansehen. Ansehen die Kontrollen. Sieht kompliziert aus. Ja, das haben wir ja gemacht, ne? Ja, genau. Hier sehe ich nichts. Dann gucken wir mal unten zu dem Fernseher. Eieieiei, ist das anstrengend. Wofür brauchen wir jetzt eigentlich den ganzen... den Topf und den Senf und den Ketchup und so weiter? Okay. Ich mach mir davon mal eben kurz ein Bild. Haha, ist glaube ich am einfachsten. Nein, ich will kein Selfie machen. So. Gut. Geh raus. Geh zu. Ansehen. Das. Nein, okay. Geh raus. Alles klar. Das hätten wir. Dann würde ich sagen, gehen wir nochmal raus. Und ich öffne nebenbei mal eben das Bild auf meinem Handy. Gallery. Da. So. Und dann gehen wir jetzt zum Zen-Garten.
Dip. Zen-Garten. So, die Steine liegen irgendwie. Moment. Was ist eigentlich? Brauch hier oder so ein, dann hier. Nee, dann hier. Nee, ich brauch einen hier oder so. Dann hier oben. Nee, einen weiter oben. Dann den hier. Den vielleicht hier? Nee. Hier. Oder? Sieht irgendwie nicht ganz so richtig aus. Das scheint mir noch nicht sonderlich das scheint mir noch nicht sonderlich zen zu sein. Das muss aus seiner Perspektive, ne? Aus seiner Perspektive brauchen wir das hier. Moment. Oh, ich muss das... Okay, Moment, dann drehe ich das Handy mal eben. Scheint mir auch nicht ganz richtig zu sein. Was da? Das hier. Reden? Hey, Alu! Schönes... Ja. Warum? Der... Aber... kann ich... Wenn du... Dann... Was auch... Ich gehe dann... Bis später. Es war ja noch so ein Wellensymbol. Jetzt hey, vielleicht? Alu. Schön. Ja. Warum? Der ist... kann ich... Wenn, dann... Was auch... Ich gehe... Bis... Okay, ich kann auch... Es kann auch sein, dass ich die Steine immer noch falsch gelegt habe, weil der hier sieht halt immer noch nicht richtig aus. Sieht halt irgendwie eher aus, als ob der irgendwo hier hin muss, aber der sieht... So sieht das doch schon... Weiß nicht. Oh, vielleicht muss er auch irgendwas. Keine Ahnung. Ich hab echt null Plan, was ich hier machen muss. Hey, Alu. Schönes Plätzchen. Kann ich finden? Die Steine schwingen immer noch nicht in einem Einklang. Alles klar. Es ist irgendwie. Schönes. Warum? Der. Kann. Wenn, dann. Was auch. Ich geh. Bis. Okay, Moment. Versuch's nochmal von hier unten. Noch ein höher. Der muss dann hier hin. Nee, der muss noch ein weiter rüber. Ist aber zu weit. Moment, dann versuchen wir es doch nochmal von hier. Ist aber auch ein weiter rüber. Der dann irgendwie hier und hier oder so. Nee. So eher? So. Warte mal. Es sieht fast so aus wie das Bild, was ich hier brauche. Es kann natürlich auch eher irgendwie so ein Bild sein. Aber vielleicht noch die falschen Steine benutzt. Das kann natürlich wahr sein. Alter Vater, ey. Okay. Ne, kein Plan. So vielleicht? Wow. Jetzt strahlt es eine erstaunliche Ruhe aus. Ja! Ich meine, juhu, wir haben es geschafft. Hey, Alu! Edna! Alter schön, Vater! Dich zu sehen.
Was hältst du von dem Muster, das ich geharkt habe? Was? Das ist ja... Ja, das ist genau das, was mir fehlte. Es schwingt mit meinem Chi im Einklang. Ich fühle, wie die Energie in mich einströmt. Geh schon mal vor zum Auto, ich warte dort auf dich. Du meinst, du kommst nach? Nein, ich bin bereits dort. Kannst du dich etwa auch teleportieren? Ja, entweder das oder Poki war zu faul, eine Animation zu zeichnen. Ich glaube, das Teleportieren. Hui, okay. Würde das hier weiterhelfen? Das ist sogar genau das, was ich jetzt brauche. Okay. Ah. Der Wagen läuft. Er läuft tatsächlich. Was dachtet ihr denn? Natürlich läuft er. Edna, jetzt bist du wieder an der Reihe. Du musst eine Möglichkeit finden, das Haupttor zu öffnen. Zigaretten? Die Zeitung? Kaugummi wäre nicht schlecht. Ich lauf ja schon. Aber das Kaugummi ist ja jetzt egal, oder nicht? Meinte Poki das nicht? Das Kaugummi egal ist? Brauchen wir ja nicht irgendwie. Geh zur Tür. Ich wollte gerade sagen, das Ding hängt schon wieder. Din, din, din. Wer ist da? Dim, dim, dim. Hey, wo bist du? So. Benutzen Knopf. Hey, was hast du? Raus hier! Warum ist das Tor auf? Das Tor muss zubleiben! Was? Das Tor ist immer noch offen? Dieses Mist gehört an den Kontrollen herumgespielt. Klar, so hört sich das Auto an. Was ist das für ein Geräusch? Ein Motor! Die Garage! Was ist hier los? Hier ist ja gar keiner. Verflucht. What? Und wohin soll's jetzt gehen? Rio de Janeiro! Ich will zum Haus meines Vaters. Es muss dort irgendeinen Hinweis darauf geben, was damals wirklich passiert ist. Irgendetwas, was meinen Vater entlastet. Dr. Marcells falsches Spiel aufdeckt. Auch gut. Dann muss ich nur noch wissen, wo genau das Haus ist. Und wie man dieses Ding hier fährt. Nice, dass er kein Auto fahren kann. Oh. For real. Wo bin ich? Was ist passiert? Es gab scheinbar eine Art Unfall. Harvey? Harvey, geht es dir gut? Ich bin okay. Dir passiert nicht so schnell was, wenn deine Wirbelsäule aus Frottee ist. Aber wir haben ganz viele Sachen verloren. Atme den süßen Duft der Freiheit. Ja. Den Generalschlüssel haben wir noch, alles klar. Unser Senf und unser Ketchup, nein! Nein! Oh, hallo. Hast du alles gut überstanden? Ja, mit den wenigen Möglichkeiten, die mir unsere eigens programmierte Engine bot, habe ich an dieser Stelle versucht, so eine Art Minigame zu skripten. Das aber kein tatsächliches Minigame ist. Tatsächlich findet die Lösung des Rätsels, der Aufgabe, gar nicht innerhalb des Spiels statt, sondern außerhalb. Mir hat es Spaß gemacht, das so zu entwerfen. Mir macht sowas sowieso immer Spaß, so kleine Spiele kaputt zu machen, indem die Lösung halt gar nicht im Spiel selbst ist. Aber ich weiß auch, dass ich damit hin und wieder den einen oder anderen in die Verzweiflung treibe.
Ja. Aber warum sollen andere Leute auch nicht verzweifelt sein? Okay. Ich geh dann mal. Das machen wir aber in der nächsten Aufnahmesession, Leute. Speichern. Dort. Jeppa. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, bewertet den Part. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein.